Er trifft sich heute zu seinem Neujahrsempfang, praktischerweise hier gleich zwei Türen weiter. Im Foyer des Landesfunkhauses hat sich mein Sportkollege Marco Pahl unter die Gäste gemischt und hatte natürlich auch die Ziehung fest im Blick. Ja, nicht nur die Auslosung, Susi, natürlich auch den Neujahrsempfang des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. 120 illustre Gäste aus Sportpolitik und Wirtschaft haben sich eingefunden hier im Foyer des MDR Landesfunkhauses in Magdeburg. Und sie lauschen den Diskussionen, die hinter mir auf der Bühne stattfinden. Im Moment geht es um die Nachwuchsförderung in Sachsen-Anhalt mit einem Idol, das bei der Auslosung der Halbfinalpartien im Landespokal eine wichtige Rolle spielte. Fußball-Total im Landesfunkhaus. Kleine Ballzauberer aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Dazu jede Menge neugieriger Gesichter und eine Legende als Glücksfee. Der Mann ganz rechts, Pierre Littbarski, Weltmeister von 1990, lost das Halbfinale aus. Und es geht gleich zur Sache. Wenn der HFC sein Nachholespiel in Sandersdorf gewinnt, gibt's schon jetzt das Derby gegen den ersten FC Magdeburg. Erster FC Magdeburg. So wie es aussieht, wenn Sandersdorf nicht ein Wunder vollbringt, werden wir wohl beim HFC spielen. Das kennen wir ja schon. Ich nehme an, diesmal sind wir dran mit 2-1. Da wir in der Liga bis jetzt immer gegen euch verloren haben, Peter, sollten wir in Sandersdorf weiterkommen, sind wir im Pokal wieder dran, okay? Im zweiten Halbfinale empfängt Oberligist Germania Halberstadt den Ligakonkurrenten FSV Barleben. Gespielt wird am 25. und 26. März. Und bei mir ist der Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt, Erwin Buger. Ihn würde ich gerne fragen, was er zu den Halbfinalpartien sagt und wer seine Favoriten sind. Herr Buger, wer sind denn Ihre Favoriten? Favoriten sind alle, die jetzt hier in der Lostrommel waren und auch ausgelost worden sind. Und das sind interessante Paarungen. Der Ausgang ist offen. Klein gegen Groß ist ja auch dabei. Sandersdorf gegen Halle, beziehungsweise wenn Sandersdorf weiterkommen sollte, würde es ja vielleicht auch gegen einen Großen passieren. Also der Pokal hat alle Möglichkeiten offen gelassen. Was nehmen Sie denn heute aus der Veranstaltung beim Neujahrsempfang für den Verband in Sachsen-Anhalt mit? Erstmal bin ich sehr überrascht und auch dankbar, dass alle, die wir, oder fast alle, die wir eingeladen haben, unserer Einladung gefolgt sind, von der Politik, von der Wirtschaft, vom Sport. Und das ist für uns eine hohe Wertschätzung, dass der Fußballverband also auch im Land hier eine große Rolle spielt. Und wir haben natürlich auch eine Bilanz gezogen, die sich sehen lassen kann. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Ausblick für das Jahr 2017 gestellt. Und wir hoffen, dass wir diese Ziele, die wir uns dort gesetzt haben, erreichen. Herr Buger, vielen Dank für den Besuch und wir freuen uns auf spannende Halbfinalpartien. Und damit, Susi, klopfe ich eigentlich nur symbolisch an die Wand und du durftest das Klopfen ja hören. Ich bin ja nur ein paar Meter weg, damit zurück zu dir. Ja, ich habe es fast gehört. Dankeschön, Marco. Beim Wetter, da wurde ja schon ausgelost. Heute Nacht schon stehen sich Regen und